herzlich willkommen zur Fachsession 2 zum Thema MBAG und Open Source. Ihr habt den Gong gehört, es ist 11 Uhr, wir starten, weil wir haben ein dicht gedrängtes Programm. Weil seit dem 01.01.2024, also zu Beginn dieses Jahres, ist das MBAG, das Gesetz Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Bundes- von Behördenaufgaben in Kraft. Im Artikel 9 besteht die Freigabepflicht aller Software, welche der Bund selber entwickelt oder entwickeln lässt. In dieser Session werden wir verschiedene Aspekte anschauen. Starten wird Bruno Schöb von der Bundeskanzlei, von DTI, mit der Einleitung. Ich übergebe gleich dir das Wort und freue mich auf deinen Input. Danke, Olli. Guten Tag miteinander. Ich bin Bruno Schöb, Unternehmensarchitekt in der Bundeskanzlei bei DTI. Eine ganz persönliche Frage am Anfang. Wann haben Sie das letzte Mal ein Open-Source-Produkt oder eine Open-Source-Software benutzt? 2 Sekunden. Ja, vielleicht haben Sie jetzt gedacht, wann habe ich das ganz bewusst gemacht? Habe ich bewusst eine Open-Source-Software gewählt oder ein Open-Source-Produkt? Aber ich wage zu behaupten, jeder von Ihnen hat in den letzten 24 Stunden irgendwo eine Software benutzt oder ein Produkt, wo Open-Source-Software drin war. Nehmen wir nur schon den Browser, wenn Sie Edge brauchen, dann ist da der Chromium-Kern, ist da Open-Source. Auch Firefox hat einen Open-Source-Kern. Wenn Sie ein Android-Handy haben, ist Open-Source drin. Viele Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik ist Open-Source drin. Die Liste könnte beliebig fortgesetzt werden. Darum meine These, Open-Source-Software ist überall. Ja, 2011 hat Mark Anderson die These rausgegeben, Software is eating the world. Er meinte damit, dass Software wird wichtiger als Hardware. Und er hat Recht behalten. Und wie? Und jetzt habe ich gefunden, auch eine steile These, Software is eating the world. Ja, aber Open Source is eating Software. Und warum das? Weil eben die Bedeutung von Open Source weltweit, und wir sehen das auch in der Schweiz, in der Studie Open Source Studie 2024, hat zugenommen und wird weiter zunehmen. So meine These. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Hier sehen Sie die Agenda. Ich will kurz zeigen, welchen Weg die Bundesverwaltung hinter sich gebracht hat im Thema Open Source und dann eben die Hilfsmittel, das interessiert Sie ja vor allem. Geschichte OSS in der Bundesverwaltung ist lang. Es gibt da verschiedene parlamentarische Vorstöße, es gibt verschiedene Dokumente. Das erste wichtige Dokument war 2005. Das war das Open Source Strategie vom Informatik, damals ist es noch Strategieorgan des Bundes. Und das wurde dann erneuert 2019 in die beiden Dokumente strategischer Leitfaden und Praxisleitfaden. Und viele Initiativen da rot unten in Ämtern wurden durchgeführt und so weiter. Sie sehen das. Einfach ein grober Überblick, hat eine lange Geschichte. Hier die zwei OSS-Grundlagendokumente aus 2019. Es war relativ kurz, 7 Maßnahmen definiert, 2 vielleicht so halb umgesetzt. Und einen Praxisleitfaden. Und dann kam eben 2023, wo das MBAG in Kraft getreten ist. Oder ja, das Parlament hat beschlossen. Was ist das MBAG? Ein sperriger Titel. Bundesgesetz über die Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben. Wir haben das grafisch versucht darzustellen und da ist Open Source eben im Artikel 9 ist da ganz zentral, was der Bund, wenn er Open Source Software erstellt, was er da machen muss. Und ich habe einen plakativen Film mitgebracht. Vielleicht kennen Sie den schon, aber das schadet gar nichts. Er ist wirklich, finde ich, zeigt das Thema gut auf. Was macht die Bundesverwaltung da? Stell dir vor, unsere Regierung jetzt würde die öffentliche Infrastruktur, also Straßen und öffentliche Gebäude, genauso verwalten, wie sie ihre digitale Infrastruktur verwaltet.
Unsere Abgeordneten würden in einem angemieteten Gebäude arbeiten, in dem sie nicht für strengere Umweltgesetze stimmen dürften, weil der Vermieter, ein multinationales Unternehmen, diese Art von Abstimmung in seinem Gebäude verbietet. Auch die längst überfällige Erweiterung auf mehr als 500 Sitze erlaubt dieses Unternehmen nicht. Das heißt, einige Abgeordnete stehen draußen auf der Straße. Und ein paar Blocks weiter wird von einem anderen Unternehmen die gerade mal 6 Monate alte Sporthalle des Vorbesitzers abgerissen. Sinnloserweise wird sie, natürlich auf Kosten des Steuerzahlers, durch ein identisches Gebäude ersetzt. Mit der Begründung, die neue Halle bietet jetzt Streetball als ein neues Feature an. Dem Vermieter des Rathauses ist es derweil ziemlich egal, dass nachts durch eine versteckte Hintertür containerweise Dokumente mit vertraulichen Daten wie Bankdaten und Krankenakten entwendet werden. Und niemand darf etwas dagegen unternehmen, denn die Suche und das Schließen von Hintertüren würde leider gegen die unterschriebene Nutzungsvereinbarung verstoßen. Und so absurd das alles auch klingen mag, dieser Vergleich ist ziemlich passend in Bezug auf unsere digitale Infrastruktur. Also die Software und Programme, die unsere Regierung und Behörden täglich nutzen und teuer finanzieren. Denn unsere Verwaltungen beschaffen in erster Linie proprietäre Software. Das heißt, es wird viel Geld für Lizenzen ausgegeben, die nur für kurze Zeit gültig und deren Nutzungsrechte stark eingeschränkt sind. Das macht es unmöglich, die von uns bezahlte Infrastruktur sinnvoll und nachhaltig zu nutzen. Und weil der Quellcode von proprietärer Software normalerweise ein Geschäftsgeheimnis ist, ist es natürlich schwierig oder sogar illegal, mögliche Sicherheitslücken oder eingebaute Hintertüren zu suchen und zu schließen. Dabei gibt es eine viel bessere Alternative. Wenn jede öffentlich finanzierte Software immer auch freie Software und Open Source Software wäre, könnte man sie für alle benötigten Zwecke ohne Einschränkungen nutzen. Wir könnten sie nach Belieben erweitern, reparieren und umgestalten, bis sie unseren Bedürfnissen entspricht. Open Source heißt übersetzt quelloffen. Und das bedeutet, dass der Programmcode für jeden frei zugänglich ist. Dadurch ist es auch viel einfacher, Sicherheitslücken zu finden und zu schließen. Und wenn etwas Nützliches und Verlässliches digital erstellt wurde, kann man nicht nur den dazugehörigen Bauplan im ganzen Land wiederverwenden, sondern das Produkt selbst kann per Copy and Paste überall eingesetzt werden, sogar international. Ein gutes Beispiel hierfür ist die App Fix My Street. Ursprünglich wurde sie in Großbritannien als freie Software entwickelt, um das Melden, Ansehen und Lösen örtlicher Probleme wie Straßenschäden zu vereinfachen. Mittlerweile wird sie weltweit eingesetzt. Und davon profitieren alle, denn neue Funktionen und Verbesserungen werden einfach geteilt. Würde jede Software auf diese Weise entwickelt, müssten wir uns nicht mehr mit einschränkenden Lizenzen zufrieden geben, sondern könnten darüber nachdenken, wie uns Software wirklich helfen kann. Wir könnten uns endlich darauf konzentrieren, die Gesellschaft zum Wohle aller zu verbessern. Wenn auch du der Meinung bist, dass die Infrastruktur von morgen in unseren Händen liegen sollte, dann unterstütze uns. Ja, das sagt sehr viel aus, was nämlich genau das MBAG, dieser Artikel 9, im Kern enthält. Und da steht eben, es ist nicht, wenn es möglich und sinnvoll ist oder so, soll die Software publiziert werden, sondern es heißt, der Quellcode ist zu publizieren, oder? Das ist der Kern, und da sind wir in der Schweiz für einmal eine Insel oder einmal mehr, aber hier im wirklich positiven Sinn. Es gibt andere Länder, die haben auch Anstrengungen, die OSS Vorrang oder auch das so machen wollen, aber so klipp und klar im Gesetz ist in der Schweiz wirklich einzigartig. Und wenn wir von Open Source Software sprechen, müssen wir immer die drei Themen oder auseinanderhalten. Es ist zum einen eben, wie verwende ich Open Source Software, die reine Konsumation, oder ich trage zu einem bestehenden Projekt etwas bei, Kontribution, oder eben ich kreiere ein neues Projekt, ich starte ein neues Projekt. Und was regelt jetzt MBAG Artikel 9? Ist genau eben die Kreation. Also wenn ich Software erstelle oder erstellen lasse, dann muss das öffentlich sein, wenn ich im Bund tätig bin. Zum Teil auch noch eben, wenn ich beitrage, das ist ja selbstverständlich dann. Und hier noch ganz klar, dass Sie das mitnehmen, es geht nicht um die Beschaffung, ist nicht ein Beschaffungsthema, also der Bund kann weiterhin proprietäre Software beschaffen, das wurde zum Teil falsch aufgenommen in der Presse oder von gewissen YouTubern und so weiter. Hier ist einfach, OSS hat keinen Vorrang, es ist gleichwertig zu behandeln in der Beschaffung.
Was natürlich dann zum Tragen kommt, ist, wenn wir Open Source Software erstellen, brauchen wir vielfach auch Libraries oder andere Teile dazu. Und dann greift natürlich wieder dieses Beschaffungsthema. Aber grundsätzlich regelt MBAC nur die Publikation. Ganz wichtig. Die Grundsätze im MBAC habe ich auf dieser Folie kurz aufgeführt. Artikel 9 ist interessant. Es gibt da keine Verordnung dazu, keinen Verordnungsartikel, weil er ist relativ ausführlich schon formuliert. Die Details vom Gesetz wird dann nachher Oliver präsentieren. Darum gehe ich da jetzt nicht ganz näher darauf ein. Wichtig im Moment ist das einfach für die zentrale Bundesverwaltung obligatorisch. Dezentrale Bundesverwaltung ist im Moment gerade Abklärung, Bundesamt für Justiz wegen Ausnahmen und so weiter. Aber das wird auch grosso modo kommen, dass einfach sämtliche Bundesbehörden das machen müssen. Und auch wichtig, es ist jedes Amt, jede Organisationseinheit ist selber verantwortlich für die Publikation. Es gibt da nicht eine zentrale Polizeistelle, die sagt, ihr müsst jetzt und da schaut. Es wurden da keine Mittel irgendwie gesprochen dafür. Wichtig ist einfach eben Software, die nach dem 1. Januar 2024 erstellt oder beschafft wurde im Auftrag des Bundes, die muss publiziert werden. Es ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, da alte Legacy-Software zu publizieren. Das ist ja bei den meisten Gesetzen so, die greifen ab dann, wenn es gültig ist. Es ist natürlich uns bewusst, es ist ein Mehraufwand für die Bundesverwaltung. Ganz klar, aber wir sehen das als Investition in die Zukunft. Also das Parlament hat das so entschieden. Und die Zuständigkeit, habe ich gesagt, liegt bei den einzelnen Organisationseinheiten. Wir von der Bundeskanzlei haben in dem letzten halben Jahr Hilfsmittel erstellt, um eben die Ämter zu unterstützen. Wir haben da ein Projekt aufgebaut. Zuerst haben wir externe Ressourcen beschafft. Viele sind heute hier, die da mitgeholfen haben, haben dann einen Kickoff gemacht im April, haben gleichzeitig auch gesagt, wir haben ein gutes Pilotprojekt, der Swiss Trust Broker. Da hören Sie dann nachher auch noch im Detail, was da für Learnings daraus sind. Dann haben wir Hilfsmittel erstellt, die dann auch reviewed sind, 230 Befunde eingegangen von über 30 Stellen, also sehr gut. Heute Morgen durfte ich das im Digitalisierungsrat Bund vorstellen, dass wir das wirklich freigeben dürfen. Das Interesse war sehr groß und sie wollen sogar noch weitere Maßnahmen machen, dass das weitergeht, dass man vielleicht eben zentrales Repository hat und so weiter. Und im September wollen wir dann eben publizieren, also in ein paar Tagen oder Wochen. Und wir werden das auch in Deutsch, Französisch und Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch dann auch publizieren. Nun, die Hilfsmittel, die wurden umfangreicher als gedacht. Wir haben uns am Kanton Bern orientiert. Die haben ja so ein ganzes Dokumentenset erstellt. Wir durften das benutzen, freundlicherweise. Haben auch einen Hinweis darin. Und strategischer Leitfaden und Praxisleitfaden, das waren ja bestehende Dokumente. Die haben wir leicht angepasst. Im Praxisleitfaden war das Thema Lizenzierung, war da abgehandelt. Das haben wir jetzt rausgenommen und ein eigenes Dokument, ein umfangreiches Dokument gemacht. Da hören Sie auch noch mehr darüber von unseren Juristen. Dieses wirklich spannende Thema von den Lizenzen. Und dann im Kern ist eben diese Anleitung für die Verwendung und für die Publikveröffentlichung von Open Source Software. Das ist das, was Bundesbehörden dann, also das Kochbuch sozusagen, mit Checklisten dazu, dass man wirklich auch abhaken kann, habe ich das gemacht, habe ich daran gedacht und so weiter. Und dazu aber auch noch einen Leitfaden, wenn ich eine Community bilden will, dass das, wie man da vorgehen könnte, was das für Möglichkeiten gibt. Und nebenher auch quasi das ganze Beschaffungsthema, das muss ja da auch reinfließen, haben wir mit dem Bundesamt für Bauten und Logistik, haben wir da zusammen etwas erarbeitet und das kommt jetzt dann auch. Insgesamt sind es 11 Dokumente unter Verantwortung von DTI mit über 140 Seiten, also ziemlich viel. Und das wird alles jetzt Open Source dann gestellt, veröffentlicht und auf unserer Homepage unter Hilfsmittel werden Sie das finden und das können Sie dann frei verfügbar wirklich unter welcher Lizenz? CC? genau. Was sind unsere Key Takeaways, eben, oder was können Sie mitnehmen auch
Es gilt ab dem 1. Januar 2024, also es gilt schon heute, also Bundesstellen müssen heute schon publizieren. Die Verantwortung liegt bei den einzelnen Bundesbehörden, bei den Verwaltungseinheiten, aber es gibt Hilfsmittel, die DETI zur Verfügung stellt, die werden weiterentwickelt. Und es ist eben im ganzen Open-Source-Thema, da hat man nie ausgelernt, habe ich gemerkt, im letzten halben Jahr. Also Wissen und Erfahrungen aufzubauen ist wichtig und dann dieses Wissen auch zu teilen. Und das wird für die Bundesverwaltung wahrscheinlich eine Herausforderung, wie wir das hinkriegen. Aber jetzt haben wir mal die Hilfsmittel. Vielen Dank.